Hey ho, meine Lieben. Heute starten wir eine Triologie. Also drei Videos machen wir heute. Und Alex, komm doch mal her. Ich bin doch so schüchtern. Der ist nämlich heute auch da. Weißt du schon, was es geht? Nö. Immer noch nicht. Der Mann ohne Plan. Wir machen eine arme Ritter-Triologie. Ach Gott, das habe ich mir da wieder für Wort ausgesucht. Und zwar machen wir zuerst jetzt im ersten Video sozusagen den Aperitif oder Vorspeise. Ja, das wird ein Käse-Schinken-armer Ritter. Mhm. Und dann gibt es die Hauptspeise, da verrate ich jetzt noch nichts. Und dann gibt es nochmal daraus eine Nachspeise, das ist dann das dritte Video. Mehr wird dazu nicht verraten, alles weitere in der kleinen, aber feinen Küche. Attacke. Ach so, jetzt und? Also, bis später. Nicht da. So, wie gesagt, wir fangen die Videoserie mit einem ganz einfachen Schinkenkäse arme Ritter an. Ich überlege gerade, nein, ich mache jetzt bloß für den einen hier das Zeug fertig. Der Rest wird natürlich gleich weiterverwendet. Naja gut, da haben wir jetzt doch zwei Eier, nein. Geh auf, du blöde Milch. Ein bisschen Milch dazu. Ja, und während ich das noch geplant habe, sind wir da schon wieder mit der arme Ritter-Geschichte schon wieder mehrere Ideen dazugekommen. Ich werde dann im zweiten Video eine geplante Erweiterung machen. Da bin ich ja gespannt, wie das kommt. Also, ich habe ehrlich gesagt auch noch keine Idee oder keine Ahnung von dem ganzen Geschmack von dem Ganzen. Aber ich probiere es jetzt einfach aus. Wir tun hier jetzt einfach noch ein bisschen Salz mit rein, wenn das Ding bloß noch funktionieren wird. Funktioniert mal wieder nicht. Dann nehmen wir halt hier ein bisschen Salz. Ein bisschen an Pfeffer. Und noch ein bisschen Paprikapulver. Ja. Gut. Brauchen wir nachher alles wieder. Unsere zwei Toastbrote, die werden wir nachher dann gleich, wenn die Pfanne warm ist, ihr eintunken und von da aus direkt in die Pfanne. Dann brauchen wir definitiv zwei Scheiben Schinken, ein Scheibchen von dem Gouda hier, das sollte fast ausreichen, die obere Scheibe nicht will, nehmen wir die untere, das Zeug schon wieder weg tun. Und natürlich ihr Butter, die kommt jetzt in die Pfanne und das war es eigentlich schon mit den Vorbereitungen. Ja, die Toastbrote schmeißen wir natürlich nachher gleich noch rein. Aber jetzt gehen wir schon mal rüber an den Herd. So, dann schmeißen wir uns hier gleich einmal ein Stückchen Butter rein. Die brauchst du gar nicht wegräumen. So. Dann sollten wir vielleicht noch den Herd einschalten. Und wie gesagt, in der Zwischenzeit schnappe ich mir mal das Ding hier. Hauen wir dann unsere Toastscheiben da einmal kurz rein. Also bei den dünnen Toastbrot braucht man die wirklich bloß einmal reintun. Und keine Angst, im nächsten Video wird es ein klein bisschen anders noch. Diese Hudelle. Schmeißen wir uns schon mal die erste Scheibe hier rein. Und
und auch hinterher gleich die zweite. Richtig heiß wird die Pfanne gleich und tun die erst einmal ein bisschen anbrutzeln. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Naja, ein klein bisschen darf es noch. Bloß verkokeln soll es halt nicht. Also es kann durchaus ein paar Minuten dauern. Es soll wirklich ein bisschen Farbe annehmen. Naja, komm. Ja, doch, das reicht erst einmal. So. Und dann. Weil wir machen ja nur ein Schinkenkäsetoast. Hauen wir die erste Scheibe Käse drauf. Dann schön unseren Schinken. Oben drauf. Ja. So. Und dann lassen wir das Ding jetzt von der anderen ersten Seite erst noch schön anschmoren und dann drehen wir das Teil einmal um. Und ich hole euch dann wieder dazu, wenn ich es umdrehe. So, dale. Gar nicht so lang später. Drehen wir das Ding einmal um und lassen den noch von der anderen Seite anschmurgeln. Und danach ist das Teil auch schon fertig. So, meine Lieben. Und nach wirklich kürzester Zeit haben wir hier einen richtig geilen Schinken-Käse-Toast oder Schinken-Käse-Armee-Ritter. Der wird jetzt in 4 Teile geschnippelt und dann kriegt jeder von, was gerade hier ist, ein Stückchen. Aber ich glaube, zuerst müssen wir den noch ein klein bisschen auskühlen lassen. Schaut euch das einmal an. Ja. Und den verspeisen wir jetzt gleich. So. Yummy. Bitteschön. Bitteschön. Dankeschön. Schwitzt wohl. Ja klar. Voll normal. Und wenn du nichts magst, hast Pech gehabt. Brüsterchen, das ist jetzt unser. Ein guter Appetit. Unsere Vorspeise sozusagen. Mhm. Mhm. Einfaches, schnelles, leckeres Essen. Machst du es doch? Machen wir nur mit 10 Stück. Kommt nachher noch besser. Mhm. Einfach nur lecker. Ja. Jetzt sprechen wir gleich noch das Fazit. Dann ist nämlich das erste Video schon rum ums Eck. Erst noch runter essen. Du randalierst wieder. Armer Ritter, Schinkenkäse, fertig. Lecker. Mhm. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das stimmt. Ich sage, das war tipptopp. Mhm. Aber jetzt kann ich schon mit 10 Stück machen. Nee, 9 für jeden Dreh. Nach dem nächsten magst du gar nichts mehr essen. Aber okay. Dann kommt noch das vierte Video, dann musst du wieder essen. Mhm. Also, Waschel, falls du das anguckst, ich werde sagen: Ja, mei, boah, das ist gut. Also, Leute, das war das erste Video. Wenn es gefallen hat, ein Däumchen nach oben und
abwarten aufs nächste, weil da wird das Ganze noch gesteigert. Mhm. Ja. Aber nichts mehr mit Schinken. Das wird schmackhaft. Ich bin planlos, ich weiß gar nichts. Wie immer. Ja. Also, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.